In meinen mittlerweile mehr als 5 Jahren als Dating- und Flirt-Trainer habe ich jetzt mit über 1000 Männern zusammengearbeitet, online, in Auslandsworkshops, in Gruppenworkshops, live, alles, was du dir vorstellen kannst. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, die das Grundproblem zu sein scheint, warum Männer nicht den Erfolg mit Frauen haben, den sie sich wünschen, oder erstmal gar keinen Erfolg mit Frauen haben. Und dieses Grundproblem lässt sich ganz einfach erklären. Die meisten Männer haben unglaubliche Angst davor, was andere Leute von ihnen denken. Ich will dir heute erklären, wie das Ganze aussieht, wo das herkommt und was du tun kannst, und das ist das Wichtigste, was du tun kannst, um diese Angst zu verlieren. Und glaub mir, wenn du diese Angst verlierst, dann bist du als freier Mann unterwegs, dann kannst du alle Frauen in aller Situation ansprechen. Ich sage nicht, du wirst sie alle bekommen, das natürlich nicht, aber du wirst deutlich freier sein und wirst mehr Erfolg mit Frauen haben. Also, wir reden hier von der Angst davor, was andere Leute von einem denken. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Jeder, der schon mal in diesem Frauenansprechenthema mindestens mal so ein bisschen unterwegs war, kennt das. Ja, du siehst eine Frau, die dir gefällt, und dann sind irgendwelche Leute drum zu oder ihre Freundin ist dabei und du denkst dir, scheiße, was denken denn diese anderen Leute jetzt von mir, wenn sie sehen, was ich hier mache? Ja? Oder scheiße, was denkt sie denn, wenn ich jetzt irgendwie sehr sexuell ins Gespräch gehe? Oder was denkt sie denn, wenn ich das und das mache? Wie denkt sie über mich? Wie denken die über mich? Wie denken dann meine Freunde über mich, wenn sie sehen, wie ich Frauen anspreche und vielleicht es schief geht? Und all diese Sachen bremsen die meisten Männer, 90%, 95% der Männer, davon aus, mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Es geht immer darum, es geht immer darum. Und was du verstehen musst, und das ist ganz wichtig, es geht nicht um die Sache an sich. Die Männer haben keine Angst vor Frauen. Die Männer haben auch keine Angst davor, was andere Leute vor ihnen denken. Ja, ich weiß, das habe ich gerade gesagt, aber lass es mich erklären. Die Männer haben keine Angst davor, was andere Leute vor ihnen denken. Die Männer haben Angst vor der Emotion, die damit verbunden ist. Alles, wovor du Angst hast, ist immer Angst vor der Emotion. Niemals Angst vor der Sache selbst. Ja, du hast keine Angst davor, okay, sagen wir mal, okay, wenn du Bungee-Jumping gehst, das ist was anderes, weil das ist tatsächlich Angst, Tod, okay, andere Sache. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so. Ja, du hast nicht Angst davor, dass die Frau, also die Frau ist nicht das Angstobjekt, sondern die Emotion, die du dadurch spürst. Wenn die Frau dich ablehnt, wenn die Frau komisch auf dich reagiert, wenn die Frau dich komisch findet, dich also negativ bewertet, was denken andere von mir, dann wird diese Angst ausgelöst. Und der Angst möchtest du entkommen. Also dann wird dieses negative Gefühl ausgelöst, das damit verbunden ist. Es geht nur um die Gefühle. Es geht immer um das Gefühl. Es geht immer darum, dass Leute ein Gefühl vermeiden wollen, das negativ ist. Und das ist der ganze Punkt. Wenn du dein ganzes Leben lang unterwegs bist und versuchst, die negativen Emotionen, die auch mit dem Frauenthema unglaublich stark zusammenhängen, aus dem Weg zu gehen, dann wirst du niemals besser werden mit Frauen. Wir machen das mit den Frauen, wir sprechen die Frauen an, natürlich unter anderem auch, weil wir Frauen haben wollen in unserem Leben, ist ja ganz klar. Aber auch, weil nichts triggert, also löst besser deine eigenen Unsicherheiten und Ängste aus, als Frauen. Und das ist so geil. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Thema Umgang mit Emotionen. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, aber ich will es hier nochmal anreißen, weil es einer der elementarsten Punkte überhaupt ist. Die meisten Leute haben einen ganz beschissenen Umgang mit Emotionen. Die meisten Leute unterdrücken die Emotionen, nehmen sie nicht richtig wahr und setzen sich nicht damit auseinander. Und wenn du dich mit negativen Emotionen nicht ordentlich auseinandersetzt, dann bleiben sie in dir und dann machen sie dir für den Rest deines Lebens Chaos. Beispiel. Irgendwann mal hast du dich nicht ordentlich mit der negativen Emotion auseinandergesetzt, die mit Ablehnung zu tun hatte. Also hast du jetzt große Angst vor Ablehnung, vor der Emotion, weil du dich halt nicht mit ihr auseinandergesetzt hast. Du weißt nicht, oh mein Gott, was passiert denn, wenn ich diese Emotion mal tatsächlich erlebe? Und weil du es nicht weißt, willst du die Emotion nicht empfinden. Und jetzt kommt der Witz. Wenn du mit deinen Emotionen gesund umgehen würdest, dann wäre gar kein Problem mehr da. Und mit gesund umgehen meine ich Folgendes. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du sprichst eine Frau an und sie ist irgendwie, bewertet dich irgendwie negativ. Sie ist so, was ist denn mit dir los? Du, dazu kannst du das doch nicht machen. Du bist angezogen wie so ein, keine Ahnung, Obdachloser. Was auch immer sie sagt. Also sie bewertet dich einfach negativ. So, das wird wahrscheinlich bei dir ein negatives Gefühl auslösen. Wie es bei jedem Mann der Fall wäre. Das ist ja ganz normal. Es würde bei dir wahrscheinlich ein negatives Gefühl auslösen. Dieses negative Gefühl kommt wahrscheinlich aus der Vergangenheit irgendwo. Das war schon mal da, du hast dich nicht ordentlich damit auseinandergesetzt, also kommt es jetzt wieder hoch, damit du dich jetzt damit ordentlich auseinandersetzen darfst. Dankeschön, Welt. Sehr gut. Also dieses Gefühl kommt hoch. Und jetzt kommen wir zum gesunden Umgang mit Gefühlen. Stell dir mal vor, du bist auf einem Date mit einer Frau. Du bist auf dem Date mit dieser Frau und deine ganze Aufmerksamkeit gehört ihr. Ja? Die Aufmerksamkeit liegt auf dieser Frau, denn du bist ja auf dem Date mit ihr. Du hast dich mit ihr verabredet. Wenn eine Emotion hochkommt, am besten bei allen Emotionen, aber gerade bei stark negativen Emotionen, die du eher vermeiden willst, wenn sowas hochkommt, hast du in dem Moment ein Date mit der Emotion.
Deine ganze Aufmerksamkeit gehört dieser Emotion. Und was ich damit meine ist, du kriegst eine krasse Ablehnung, dann setz dich hin, irgendwo auf eine Bank, mach deine Augen zu und fokussiere deine komplette Aufmerksamkeit auf die Emotion. Nicht über die Emotion nachdenken, nicht im Sinne von, oh, das ist diese Emotion und so ist sie und das und was könnte das jetzt bedeuten und die Frau und so und wann werde ich die Emotion wieder erleben. Nicht darüber nachdenken, darum geht es nicht. Es geht darum, die Emotion zu fühlen. Und vielleicht kannst du das am Anfang nicht, weil wir Männer und fühlen, das ist nicht so, das haben wir oft nicht gelernt. Ich kenne das von mir selbst sehr gut und das ist ein großer Problempunkt. Ich erkläre es gleich weiter. Aber fühl diese Emotion. Sei bei dieser Emotion. Sei aufmerksam mit dieser Emotion. Lass die Emotion mal da sein. Und dann, wie bei allen Emotionen, vergeht sie auch irgendwann wieder. Und das ist genau die Erfahrung, die du machen musst. Du musst merken, oh, diese Emotion, die ausgelöst wird, wenn eine Frau mich negativ bewertet oder wenn andere Leute mich negativ bewerten, die vergeht auch wieder und die ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich denn mal aufmerksam dabei bleibe. Du hast nur Angst vor dieser Emotion, vor nichts anderem. Und wenn du dich ein paar Mal mit dieser Emotion auseinandergesetzt hast, und ja, das wird am Anfang nicht angenehm sein, wenn du dich ein paar Mal mit dieser Emotion auseinandergesetzt hast, dann ist diese Angst weg. Dann ist die Angst vor Ablehnung, die Angst davor, was andere Leute von dir denken, nicht mehr so groß. Und jetzt kommen wir zu dem speziellen Tipp, den ich für dich habe. Lass dir gerne mal von den Frauen, die du ansprichst, auch da, wo es jetzt nicht so läuft, Feedback dazu geben. Hey, was fanden die, hast du gut gemacht? Was hättest du besser machen können? Wie hast du so auf sie gewirkt? Was macht dich vielleicht attraktiv in ihren Augen? Was macht dich unattraktiv? Frag die das mal. Und ich weiß, das ist das Letzte, was du machen willst. So, in der Pickup-Community sagt man dir immer, frag nicht die Frauen nach ihrer Meinung, weil die können dir sowieso keinen ordentlichen Ratschlag geben. Das ist natürlich Bullshit. Das Problem mit Frauen und ihren Meinungen ist halt, dass sie unter Umständen dazu tendieren, netter zu formulieren, als es eigentlich notwendig wäre, als du es eigentlich gerne hättest, damit sie dich nicht verletzen. Das kann sein, aber ansonsten ist es halt deren valide Aussage. Frag sie und spür mal, was das mit dir macht. Ich verspreche dir, wenn du das machst, du wirst dich wahrscheinlich dabei sehr schlecht fühlen. Das wird ein unangenehmes Gefühl sein. Und das sollst du machen. Wir machen diese Sache, damit dieses Gefühl hochkommt und damit wir dann damit arbeiten können. Damit es uns beim nächsten Mal nicht mehr auffällt. Ich hoffe, das ist klar. Es ist so elementar, das zu verstehen. Also fragst du sie, sie gibt dir Feedback und du achtest mal auf dein Gefühl dabei. Und dann hast du ein Date mit deinem Gefühl, so wie ich das eben schon gesagt habe. Das ist der Weg, den du gehen musst. Und das ist der unangenehme Weg. Und wenn du Entwicklung haben willst, dann musst du immer den unangenehmen Weg wählen. Wenn du jetzt ins Fitnesscenter gehst und du bewegst die Gewichte immer nur bis zu dem Punkt, wo es gerade anfängt weh zu tun, dann wirst du halt nicht so viel Muskulatur aufbauen, wie wenn du einfach mal durchziehst und wirklich bis an die Grenze gehst. Der Schmerz macht die Entwicklung. Hier ist es genauso. Du kannst dich nicht immer in deiner Komfortzone bewegen, das funktioniert nicht, beziehungsweise funktioniert schon, aber dann kommst du halt nicht weiter. Dann bleibst du auf dem gleichen Punkt, wo du gerade bist und wunderst dich dann vielleicht, hä, wieso ändert sich denn hier nichts? Frag deine Freunde, frag Familie, frag die Leute nach Feedback. Lass dich kritisieren, das wird unangenehm werden, das wird scheiß unangenehm werden, aber das ist in Ordnung. Lass dieses Gefühl dadurch hochkommen, dann setz dich mit diesem Gefühl auseinander. Und dann, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wirst du merken, es ist kein Problem mehr da. Und dann kannst du auf eine ganz andere Art und Weise auf die Frauen zugehen. Ganz klar. So läuft das übrigens immer. Wenn du Blockaden in deinem Leben hast, hat das höchstwahrscheinlich immer irgendwas mit Emotionsvermeidung zu tun. Sehr viel. Oh ja, ja, ich bin jetzt der krasse Typ und ich muss jetzt krass wirken auf die Frau, weil ich habe Angst davor, wie ich mich fühlen würde, wenn eine Frau herausfindet, dass ich gar nicht so krass bin. Fühlen. Es geht immer darum. Immer. Setz dich ordentlich mit deinen Gefühlen auseinander und dann brauchst du keine Angst mehr davor haben, was andere Leute von dir denken. Und wenn du ein geiles Leben führen willst, dann solltest du diesen Weg wählen. Dann solltest du den Weg wählen hin zu keine Angst mehr, was andere von mir denken. Denn das wird dich ansonsten für den Rest deines Lebens ausbremsen. Das wird dir unendlich viele Möglichkeiten kosten, unendlich viele Situationen. Und die Frage ist, willst du das? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Deswegen geh diesen Prozess, von dem ich eben erzählt habe, so schmerzhaft er auch sein mag. Wenn du dazu noch eine Frage hast, ich glaube, es war relativ verständlich, hast du dazu noch eine Frage, schreib sie mir in die Kommentare. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir dich für eine der letzten Coaching-Plätze im Sommer bewerben, wenn du mit mir zusammen richtig durchstarten willst, mehr Frauen, Freundinnen finden, was auch immer dein Ziel ist, wir realisieren das. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das du schauen solltest. Wenn du dieses Video gesehen hast, das knüpft an das Video an, schau da unbedingt vorbei. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.